Eine Sache wollte ich echt mal ansprechen. Dass YouTube Leute entfernen will, die wenig Abonnenten haben oder wenig Klicks auf den Videos haben, das ist nicht gerecht. Das ist irgendwie ein bisschen unfair von YouTube, weil man hat zum Beispiel wenig Videos oder nicht so viele Klicks und schmeißen ihn einfach raus. Was ist das für eine Sache? Das finde ich echt nicht gut, weil man hat gerade aus Spaß was gemacht, aus Hobby. Und es ist nicht kommerziell. YouTube will, dass man kommerziell hat, viel Werbung nimmt und so viel macht, wie die wollen. Wir sind doch in keiner Diktatur. Mir kommt YouTube manchmal echt vor wie eine Diktatur, dass die so regieren, wie die es wollen. YouTube, macht das doch so, dass ihr die Leute es machen lässt, wie die es machen wollen. Die Leute wollen auch Spaß haben an ihrer Sache. Und nicht so, wie ihr denkt, immer an Kommerz, Kommerz, Kommerz. Wenn die Leute unbedingt Spaß an Videos haben wollen, lasst die es doch einfach so machen. Ich kann es auch nicht verstehen, warum ihr euch so negativ verändert habt. YouTube macht langsam auch irgendwie keinen Spaß mehr so richtig. Aber ich sag nur, macht das doch wieder so wie vor einigen Jahren. Dass die kleinen YouTuber, die unter 1000 Klicks sind, auch mal Werbechance kriegen und Geld verdienen können. Die Leute, die wollen das auch doch mal so haben. An YouTube Deutschland. Ändert das mal bitte. Ich habe zwar keine Werbung und bin nicht monetarisiert, aber ich möchte Videos aus Spaß reinstellen. Und ihr braucht doch nicht die Leute einfach löschen. Das ist doch keine nette Sache. Bin gleich wieder da, hab mich zu aufgeregt. Und mein Kanal solltet ihr nicht löschen, weil ich mache YouTube-Videos aus Spaß. Und damit würdet ihr mich sehr runterziehen, wenn ihr meinen Kanal löscht. Das ist wirklich wahr. Das zieht mich dann runter. Aber, weil ich finde es gut, dass mein Kanal noch ist, das zieht mich dann nicht runter. Aber Gott sei Dank mache ich selber aus Spaß beim offenen Kanal Radiosendungen. Das bringt mich auch auf gute Laune. Und YouTube bringt mich auch auf gute Laune. Also lasst das bitte sein, dass ihr Leute aus dem Netzwerk verbannt, nur weil die weniger Klicks haben auf den Videos. Das muss doch echt nicht sein. Weil das ist irgendwie etwas ungerecht. Ihr denkt immer nur an die großen YouTuber, an viele Klicks, an Kommerz. Lasst das doch mal sein und kommt auf eure alten Wurzeln zurück auf Broadcast Yourself. Das war wirklich echt das Beste. Denkt mal darüber nach, YouTube. Wenn ihr das unbedingt so anders macht, euer Image ist auch schon nicht mehr so gut. Dann kann es irgendwann mal vielleicht passieren, dass keiner mehr zu euch kommt. Und dass ihr dann vielleicht den Serverbetrieb bald einstellen könnt. Weil das kann echt nicht angehen, was ihr macht. Das ist auch nicht gerade schön. Und wenn einem das nicht gefällt, was YouTube so macht, dann schreibt denen doch einfach eine E-Mail, dass das nicht gut ist. Dann kann man es auch ganz genauso gut machen. Man führt YouTube Red ein und sagt, die Leute, die Videos machen, können die kostenpflichtig anbieten. Und wenn man einen YouTube-Kanal hat, bezahlt man für denjenigen Kanal locker, sagen wir mal ungefähr 1 bis 2 Euro oder 10 Euro, wenn der Kanal gut ist, oder 5 Euro. Das wäre auch noch besser, so Micropaying, wie bei manchen Spiele-Apps, die ich kenne. Ja, aber das ist doch einfach nicht gut, weil das sollte nicht so kommen, weil Broadcast Yourself, das hat mir besser gefallen. Und deswegen habe ich auch keine Werbung. Und weil ich nicht so viele Leute habe, die mich abonniert haben, ich habe schon 4 Stück. Das reicht mir auch aus oder mehrere Leute. Aber ich möchte nicht so ein Kommerz-Mensch werden, weil mir reicht das so, wie es jetzt ist. Und was jetzt mit euch passiert ist, ihr von YouTube, das macht mich wirklich echt traurig. Ihr seid wirklich echt so geldgeil geworden. Und so kommerziell. Und das ist einfach nur eine Sache, die einfach nicht mehr gut ist. Überlegt euch das und kommt zu eurer Sache Broadcast Yourself zurück. Weil das ist einfach eine Sache, dann kommt ihr wieder zurück an eure Wurzeln.
Und das ist eine bessere Sache, weil YouTube geht mir auch schon langsam auf die Nerven. Obwohl ich auch gern Videos reinstelle. Das macht dann einfach nur traurig. Was aus euch bloß geworden ist. Denkt mal an euch zurück. Vor einigen Jahren wart ihr noch nicht so blöd und scheiße. Aber jetzt fangt ihr langsam an, so zu werden wie, sagen wir mal, wie Tele 5. Von 7 Uhr bis 14 Uhr Dauerwerbesendung. So wie am Samstag. Es kommt mir so vor, als ob wärt ihr so wie ein Sender, der Teleshopping macht. Und dass ihr die Leute rausschmeißen wollt, die weniger Klicks und Minuten haben. Das ist nicht toll, weil die Leute wollen ja auch aus Spaß Videos reinstellen, obwohl die keine Werbung und Co. haben und nicht so viele Abonnenten. Lasst denen doch einfach den Spaß. Und mir macht das auch Spaß, einfach so aus Spaß Videos reinzustellen. Und deshalb lasst mich einfach in Ruhe, lasst mich meine Sachen machen, lasst mich mal Spaß meine Videos reinstellen. Ich bin nicht so auf Geldgeil, so wie ihr von YouTube. Das ist nichts gegen die anderen Leute, die Geld kriegen mit ihren Videos. Zum Beispiel wie Mythenakte, Creepypasta Punch und die anderen, denen gönne ich das. Und iBloody und andere Leute, denen gönne ich das. Ja. Und zum Beispiel Lexi Bexi, den gönne ich das allen. Oder Tanzverbot, den gönne ich das auch mit der Werbung. Aber ihr von YouTube, ihr müsst mal unbedingt mal lernen, dass ihr nicht so einen Mist machen sollt. Weil es kommt mir langsam so vor, als ob entwickelt ihr euch so wie eine Diktatur, obwohl es eigentlich alles frei ist und frei Spaß macht. Aber ihr müsst langsam auch merken, dass ihr damit nicht so richtig mehr so gut ankommt bei den ganzen Leuten. Hört doch mal eigentlich mal den ganzen Leuten zu und fragt die mal bei einer E-Mail, was die davon denken. Und ich finde, ich habe einfach nur, ich habe kein Problem damit, dass ich kein Geld verdiene, weil ich bin zufrieden, dass ich wenig Geld verdiene. Ja, bei mir ist das so. Ja, deshalb ist mein Kanal auch nicht monetarisiert, weil ich leg da keinen Wert drauf. Ich stelle zwar ab und zu mal Videos rein und mein Motto ist, ich mache wozu ich Lust habe, aber auch mal unterschiedlich. Das Motto lautet, dass ich dazu Videos reinstelle, weil ich das mir Spaß macht. Deshalb solltet ihr auch keine anderen Kanäle löschen, weil das ist einfach nur Schwachsinn. Damit macht die anderen Leute traurig, die gerne Videos machen. Und vielleicht weinen die dann hinterher auch darüber. Weil das ist einfach nur ungerecht. Und überlegt euch das. Weil das ist unter aller Sau. Denn Leute, die gerade anfangen, kickt ihr dann raus. Das ist nicht schön, weil die wollen sich ja auch groß aufbauen. Ich möchte ja auch irgendwo mal ganz groß werden. Aber es ist mir im Moment nicht wichtig, weil mit Geld verdienen, das mache ich nicht. Vielleicht irgendwann mal. Wenn ihr nicht diese ganze Scheiße macht, die ihr nächsten Monat machen wollt. Also YouTube Deutschland und YouTube Welt, YouTube auf der ganzen Welt, das ist an euch gerichtet, an ganzen YouTube auf der Welt. Baut bitte nicht so ein Mist. Ihr entwickelt euch echt richtig negativ. Das muss echt nicht sein. Und ich sag nur dazu, das Video ist jetzt viel zu überzogen. Aber das wollte ich unbedingt mal loswerden. Also YouTube, überlegt euch das, was ihr machen wollt. Ist mir scheißegal. Lasst mir meinen Kanal, wie er ist. Und wenn ihr meint, ihr müsst ein Video, über mein Video Werbung schalten, dann lösche ich es wieder. Und ich sag nur, bitte macht den Mist nicht, weil ich möchte auch Spaß Videos reinstellen. Und das sollt ihr mir nicht wegnehmen, weil es macht mir einfach Spaß. Ja. Jetzt reg ich mich nicht weiter auf. Ich schaue jetzt,
das Video hier jetzt zu Ende und dann war es das auch. Ich habe mich zu viel aufgeregt. Toll. Jetzt brennt mein Magen. Ihr seid schon von YouTube. Und tschüss.